hören Sie, hören Sie. Hey, bremsen Sie mal. Ihre Klappe war offen. Nein, war sie nicht. Ich habe 2 Schuss, dann muss ich erst nachladen. Ja, dann lade doch erst mal nach. Aber wenn ich jetzt R drücke, passiert immer nichts. Dann muss ich ja 12.000 Mal. Du musst kurz warten. Du musst einmal kurz drücken. Hab ich, da passiert gar nichts. Ich habe jetzt 5 Mal gedrückt, dann hat sie was gemacht. Wie der gegen den Baum gelaufen ist. Na. So. Wie das Fleisch immer so von oben nach unten fällt. Ja. War gestapelt. Ist hier noch was? Nein, ich wollte nicht einsteigen. Sag mal. Du hast das Licht angelassen. Ja und? Du doch auch. Nee. Nein, beim LKW in der Nacht ist auch nichts passiert. Da ist ein Bär. Irgendwie laufen die jetzt immer gegen Bäume und bleiben stehen. Naja. Gut. Also ich würde gern die Scheune noch so ein bisschen ausbauen. Ja. Aber dann ist Kreisstand, gell? Die Luft erstmal für heute raus mit dem Spiel. Vielleicht machen wir es ja morgen weiter. Ja, also wir können morgen gerne noch ein bisschen spielen, kein Thema. Hier ist ein... Stronger. Steht auf einmal ein Bär hinterm LKW. Warte, nicht doch laufen! Du bist bewusstlos, warte auf Wiederbelebung. Ja, weil du aus dem LKW gesprungen kamst. Ich wusste ja nicht, was bei dir heißt. Hinterm LKW! Naja, das kann ja alles heißen. Die hat mich erschossen! Nein, du bist einfach in die Kugel erschossen! Wo ist denn mein Fleisch hin, was hier vorne lag? Eins liegt auf der Seite vom... Hallo! 2 auch Golem. Was bringt eigentlich Schweine? Schweine haben wir noch nicht. Wir sind gerade dabei, die Scheune auszubauen und dann kommen Kühe und Schweine. So, jetzt wissen wir aber auf jeden Fall, wir können uns gegenseitig erschießen. Das haben wir jetzt. Das war nur ein Test für euch. Ich kann da nichts dafür. Ich laufe zu dem LKW, da steht dann Bär. Ich wusste doch nicht, dass du da drinnen bist. Voll nicht gerafft. Aber du konntest mich ja wiederbeleben. Also können wir vielleicht von den Hühnern auch getötet werden? Ja. Einfach noch ein Stück, oder? Bin ich falsch. Also ich habe auch noch ein Stück dort hinten. Glaube ich. Da habe ich. Nee, der eins liegt noch. Ich weiß nicht, kam der Bär von hier hinten vielleicht? Dann war das. Ich hab keine Ahnung, der stand halt einfach da beim LKW. Naja, vielleicht haben wir seine Mama getötet. Ich bin aus dem LKW in den Tod gesprungen, ey. Ja. Also hier sehe ich jetzt keinen Bären mehr. Müssen wir wieder ein Stückchen die Straße hochfahren. Ja. Wie kennst du? Ja, das könnte man auch machen. Den Bären so quasi kiten, wie man das auf Neudeutsch nennt. Aber warum? Na, dann muss man das vielleicht nicht so kilometerweit wegschleppen. Alle,
Oh, voll in den Popo. Ich hab's gesehen. Hab ihn gekitet. Oh, da hinten ist noch einer. Warte, den kite ich hierher. Okay, und ich häute den hier schon mal. Kiten. Ja, kommt, heiten. Ich kite. Guckt, wie ich kite. Ich werde sterben. Oh, ich muss nachladen. Hilfe. Ich hab vergessen nachzuladen. Er ist tot. Hat aber geklappt, hab ihn gekriegt. Ja, super. Dafür musste ich das Fleisch hier nochmal voll auf den Boden speisen. Wo habe ich denn das jetzt hergehabt? Hier vorne. Ich gehe mal noch einen suchen. Hier, ganz schlimmer Wildunfall hier. Oh, ich bin gegen den Bären gefahren. Ganz schlimmer Wildunfall. Ah, hier sind wir, wo wir vorhin auch schon den ersten Bären hatten. Wir hatten so viele Bären heute schon. Ich weiß nicht, wo wir den ersten, zweiten, dritten, vierten... Na, in diesem Schneegebiet da. Ach, dort hinten, an der Baustelle. Ja. Aber es sieht tatsächlich so aus. Wäre hier nichts weiter. Die Fleischfabrik hier. Psch, das ist illegaler Fleischhandel. Ja. So. Aber hier war jetzt gerade keiner mehr, ne? Da können wir noch einen Meter weiterfahren. Ja, wir fahren jetzt eh wieder Richtung Laden. Ja. Hier oben waren ja manchmal noch welche. Ja. Ja, hier ist links einer. Soll ich den? Oder? Warte, dann fahr ich ein Stück weiter, dann mach du den. Weiß nicht. Schuss. Hm, aber hier ist auch keiner weiter. Ich glaube, wir haben es abgefarmt. Ja, der ist stuck. Der anderen Seite. Ja. Nee, andere Seite, hier ist nix. Oh. Wir haben alle Bären getötet. Nein. Oh. Die spawnen jetzt bestimmt in einer anderen Ecke. Ja. Oder einmal schlafen und der reloadet. Wo lag denn der jetzt? Ah. Schießt auf Zombies? Schade. Nee, da war ein Hirsch. Der rennt hier gerade wieder zur Straße. Na! Spring ins Auto! Hab. Oh, irgendwie. Das Vieh. Okay. Wo lag denn jetzt der Bär? Hier so. Also da. Ist ein, da noch ein Stück? Stück, ja. Yummy, 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 yummy. Fleisch, wir brauchen Fleisch. Ja, schade. Ich hätte irgendwie mit mehr gerechnet. Ja. Wäre schön. Jetzt haben wir so ein großes Auto. Jetzt haben wir den Platz. Wir brauchen es ja eh für die Kühe. Ah. La, la, la. Ah, Wildwechsel. Ah. Jetzt macht er das wieder nicht richtig. Aber manchmal zieht er nicht. Aber. Jetzt. Ja, doch. Ah.
Achso, muss ich ja aufmachen. Ey. So, dann machen wir noch mal ein bisschen Geld. Da können wir das vielleicht noch bauen, dass wir beim nächsten Mal... Das ist die erste Scheune, oder? Genau, dass wir beim nächsten Mal ein paar Kühe holen können oder so. Aber müssen wir halt auch bedenken, wir brauchen für die Kühe dann ja auch direkt schon Futter. Mhm. Also sollte man dann vielleicht noch mal 1-2 Fuhren Fleisch fahren? Ja. Fahr mal ein Stück rum, da kannst du mit dem LKW besser reinfahren. Warte mal, kann ich... Schade, ich kann das nicht hier oben auf die Rüstung legen. Also auf die Veranda, Dingsbums. Hallo! Die sitzt immer noch hier übrigens. Naja. Kannst du es von der Veranda aufnehmen? Ja. Kann ich. Sehr gut. Aber für Kühe auch, Mike? Brauchen Kühe nicht irgendwas anderes? Oh. Oder kriegen alle Tiere hier das gleiche Futter? Sieht aus wie Gehirne, die da rumliegen. Das ist nur das Beste vom Besten, ja. Vom Bauern um die Ecke. Richtig, das ist richtig schönes, saftiges Koberind. Koberind aus Bär. Kann man auch mal machen. Das merkt niemand. Können sie als Delikatesse verkaufen. Wenn sie es vergammeln lassen, sogar noch ein bisschen teurer. Ja. Okay, im Moment bekommen alle Tiere das gleiche Futter. Okay. So. Das LKW ist schon leer. Warte mal, wenn ich es jetzt von da... Warte mal. Von da nach da... Okay, jetzt haben wir... Na gut, bis ganz hinter komme ich nicht. So. Geht aber, glaube ich, schneller, wie ewig ist hin und her drin. Ja. Das bisschen Dreck, das macht nur ironisch. Dreck reinigt den Magen. Wenn man es kocht und brät, dann sterben auch die Bakterien ab. Ja, außerdem stehst du jetzt im Laden drin. Die wird ja jetzt wohl nicht die Frechheit besitzen, einfach zuzumachen, wenn du drin stehst. Ja? die sperrt mich ein. Ist noch viel? Weil dann muss ich zwischendurch sonst mal verkaufen. Du kannst ruhig verkaufen. Es sind auch 2 Stück dann unten. Okay, das ist ein Schritt. Nein, jetzt alles oben. Das ist ein ordentlicher Fleischberg. Fleisch! So. Okay, jetzt muss ich kurz verkaufen, sonst 1120. Warte. Wie gesagt, bleib bestehen. Alter. Ja. 70. Was kosten denn Kühe? 650 kostet eine Kuh. Was schon? Und Schweine, wollen vielleicht das aus ein paar Schweine holen? Schweine sind 300. Aber
in das große Ding die Schweine? Weiß ich nicht. Können wir die später nochmal umlagern? Naja, die Hühner können wir auch hochheben. Also. Hm. Klar. Schweine, kein Problem. Nehmen wir so wie die Hühner so im Kopf. Ich weiß nicht. Aber guck mal, wir brauchen vielleicht noch eine Stahlhake. Naja. Schubkarre. Auf jeden Fall die Stahleimer. Hackbeil. Jetzt sie geklingelt. Ach, der Laden schließt. Die willst du machen. Jedes Mal das Gleiche mit dir. Ich beende hier. Wer klaust? Ja. Gut. Dann fahren wir nach Hause, gucken, dass wir die Scheune fertig machen und dann machen wir Schluss für heute. Bin dann auch fertig. Reicht. Ja. Ich bin auch müde. Au. Ja, man merkt's. Ey. So. Es ist Freitag. Wir haben heute schon gearbeitet, ja? Ja. Kam plötzlich ein Baum? Ja, man merkt's. Ey, es streng mich hier nicht von der Straße ab. Ich streng dich überhaupt nicht ab. Bin einfach nur vorbeigefahren. Die kleinen Raser hier immer. Und dann, wenn der LKW hinten drauf knallt, dann ist es Geule groß. Ja. Toll. Das habe ich geparkt. Jetzt drängen sie mich mal hier nicht vor der Straße, nur weil sie meinen, sie fahren hier das größere Auto, ja? Ja, hallo, machen sie mal hin hier. Ja, ist ja gut, tschüss. Meine Güte. Immer diese Sonntagsfahrer hier. So. Kinos, alles gut? Alle drin? Oh oh. Ich habe mich festgefahren. Müssen dann erst die Holzstämme wegräumen. So, also. Fertig. Das. Oh, wer hat die Tür? Oder kommen die Schweine hier rein, weil hier so eine halbe Tür ist? Steht der Rasenmäher noch hier drin? Oh. Warte, wir haben hier ein Gitter. Gut. So. So. Butter, Wasser. Was war hier hinten noch? Dieser Anbau, ne? Ja, an der Seite hier kommt uns noch das Getreideding sie hin. Glaube ich, das ist wichtiger hier. Wegen dem Futter dann. Also wir können das Ding hier an sich auch bauen jetzt, direkt den Anbau. Wir haben noch 1000 Geld und das kostet 125. Ja, na dann mach halt. Ne. Brauchen wir wieder ein bisschen Holz. Warte, das liegt hier gleich daneben. Reicht's? Nee, ich glaube nicht ganz. Nein! Das ist auch nochmal Segen, warte.
zwei Stück brauchen wir, glaube ich, noch. Na, ah, wir haben keinen Kanister hier. Wo ist denn noch hier? So. La la la. Reicht's? Bitte? Yep. Okay, das ist jetzt aber zu. Hier ist schon Wasser drin. Ist das jetzt aber... Okay, dann ist das einfach nur eine große Scheune jetzt. Ja. Okay. Aber kann man Kühe und Schweine dann hier zusammenhalten? Muss man ja, ne? Naja, andere... Doch, hier kann man... Ja, hier kann man jetzt noch... Scheunenbox. Zwei Scheunenboxen kann man hier noch machen. Ah, für die. Aber da haben die Kühe auch nicht so viel Platz. Oder die Kühe müssen immer draußen bleiben. Hm. Kostet doch mal jeweils 125. Kann man was anderes jetzt machen draußen? Nee, ich glaube nicht. Hier hinten kannst du noch mal die Scheune anbauen. Ach, du kannst, wie groß kannst du die denn machen? Naja, dann kannst du aber vielleicht... Hast du auf beiden Seiten vielleicht dann zwei Scheunendinger drin. Also diese... Boxen. Ja. Ja. Ah. Ah, guck mal uns morgen an oder so. Oder das nächste Mal halt... So, du müsstest jetzt aber wieder rauskommen. Sehr gut. Oh, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal schlafen, oder? Ja, die Hühner sind drin. Juhu, so. Dann machen wir für heute Feierabend. Reicht.